Jetzt ist Schluss. Wir starten das 5 Minuten Workout für die Werbepause. Direkt mitmachen und am besten ist Tipp von mir, setz dich mal direkt am Anfang des Filmes hin mit deinen Sportklamotten. Los geht's. Okay, Jumping Jacks und runter zu den Füßen. Viermal und viermal zu den Füßen. Come on. 1, 2, 3, 4 und 1 Sprung, 2 Sprung, 3 Sprung, 4 und nochmal 1, 2, 3, 4 zu den Füßen, 1 Sprung, 2 Sprung, 3 Sprung, 4 Sprung, Jumping Jacks, 4 mal, Fuß, Sprung, Fuß, Sprung, Fuß und 2, 3, 4, come on. Springen, 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 springen und nochmal. 1, 2, 3, 4 und viermal. Und ein letztes Mal. 1, 2, 3, 4, super. 1, 2, 3, 4, nächste Übung. Komm auf die Couch mit deinen Armen. Der Popo senkt sich langsam ab und wir gehen mit den Armen tief und hoch. Tief und hoch. Trizeps Dips. Come on, wer mehr möchte, stellt die Beine weiter nach vorne auf. Dann habt ihr bereits Level 2. Okay. Und dann tief und hoch. Tief und hoch. Die Ellbogen zeigen nach hinten. Tief und hoch. Und wer jetzt noch ein bisschen mehr möchte, streckt das rechte Bein für 3 Dips und wechselt. Und 3 Dips links. Okay, und rechts. Und nochmal links. Und dann kommen wir auch schon direkt nahtlos zur nächsten Übung. Come on. Wir gehen nun in die Liegestützposition mit den Händen auf die Couch, etwas weiter als schulterbreit. Und wir gehen in die Mountain Climbers. Stabilisiert euren Bauch ganz feste und dann wechseln wir Knie zum Ellbogen. Rechts, links, come on. Rechts, die Ellbogen leicht gebeugt und Knie to Elbow. Knie to Elbow. Come on. Und fest im Bauch. Immer wieder nach Stabilisierung. Super. Rechts, links. Come on. Fast geschafft. Sehr gut. Hälfte schon geschafft. Die letzten 5, 4, 3, 2, 1. Und einer für mich. Perfekt. Vierte Übung mit dem Gesäß, geht hier auf die Kante eures Sofas und versucht die Beine zu strecken und anziehen. Und ihr könnt die Arme dazu nehmen. Ausstrecken und anziehen. Ausstrecken und anziehen. Sehr gut. Los geht's. Nutzt die Werbepause. Und der letzte Punkt geschafft. Wunderbar. So ihr Lieben, das war unser erster Werbepausen-Workout. Wer jetzt noch ein bisschen Cooldown haben möchte, der kann noch weiter auf die Stelle gehen. Und wir laufen noch ein bisschen aus. Und wem es gefallen hat, der abonniert meinen Kanal. Ich freue mich über eure Daumen nach oben und natürlich auch Kommentare. Und besucht mich auch auf Instagram unter runninggirl_linda. Und dann gibt es nächste Woche das nächste Werbepausen-Workout. Dankeschön fürs Zusehen. Macht's gut. Bye, bye.